So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und gucken, wie das hier läuft. So. Erste Map: Ilion. Gespielt am 12.10.2009 um 11:43 und 54 Sekunden. Ging 11 Minuten und 42 Sekunden. So. Ich musste gerade die Auflösung meines Widescreens auf 1024 auf 860 oder was macht man's? Ne, 1024, ne, 1280 auf 1024, so ist richtig, ändern, damit ihr hinterher das beim Angucken in einem vernünftigen Format seht. Problem ist nur, mein Widescreen zerrt das Bild jetzt so schön und ich könnte es natürlich auf dem kleinen Bildschirm hier rechts auf dem 17-Toller casten, das ist so ein schön von der Größe her perfekt, aber ja. Das will ich dann auch nicht, weil das ist Kacke. So, es geht los. Fagul startet oben mit Shadow und Schreckensross First, wie man hier sieht. Unten startet mit Nature der Elendil. Ich gehe mal von der aus. So, Nux-Einheit wurde dazu gecastet. Beide machen sich auf den Weg in die Mitte, währenddessen sich hier Elendil allerdings schon mal einen Energiebrunnen sichert. Ja, Fagul holt sich den in der Mitte. Ja, crappt hier erstmal. Ja, okay, sonst passiert hier gerade nicht viel. Die idlen hier ein bisschen. Wir können bewundern, wie schön die drei Aufladungen sind. Von hier, von die Zone. Ja, ihr wisst schon. Ja, Windwehr werden dazu gecastet, während sich hier Fegol auch wieder zurückzieht mit seiner Nox-Einheit. Oder da wohl ein bisschen stressen. Hat es dann auch wieder gelassen. Stattdessen, Elendil bewegt sich in Richtung Mitte. Mitte. Ja, ja, schickt erstmal die Windwebe ein bisschen nach vorne. Nein, doch nicht. Ja, whatever. Schreckensross bewegt sich erstmal hier schön auf die Windwebe zu. Nox-Einheit bratzt auch schon drauf. Versuchen hier natürlich erstmal die Low-HP-Units abzugreifen. Werden hinten neue Nox-Einheit wieder zugecastet. Die Windwebe fallen, sollten jetzt im Moment fallen. Die haben nur wenig HP. Schreckensross fällt. Nochmal hier gecastet, schönes Ding. Damit kommen die weiter. Können jetzt hier gleich mal die nächsten Nox-Einheiten angehen, die fallen auf jeden Fall auch, jawohl. Da unten wird ein Germane gecastet, der hat noch die Normzeitkrankheit, hier mit überladen hat er gerade oben hier die Swift auseinandergenommen. Der Germane muss jetzt aufpassen, da hinten wurde überladen gecastet, hat nur noch 115 HP, Schuss und reicht, schönes Ding. Damit fällt der Germane. Die Windwebe hier haben auch keine, ja, haben hier eigentlich auch nichts mehr zu melden. Die haben jetzt noch 3 HP, 2 HP, damit fallen die jetzt im Moment. Bam, oder down die Sau. Nox hat einen guten Job gemacht irgendwie. Er hatte zwar hier den Kampf schon gewonnen, aber er hat halt auch deutlich mehr gespawnt. Könnte man die Energie vergleichen. Fegul hat, ja, 50 und Elendil hat deutlich mehr gespawnt jetzt auch nochmal. Ja gut, ist eigentlich noch relativ ausgeglichen. Es war halt quasi ein Heal gegen dafür dann mehrere Einheiten. Ne? Heal kann Shadow nicht, wäre ein bisschen zu böse. Ja, Speerkämpfer am Start mit zwei Truppen Windweber machen sich jetzt auf den Weg in die Mitte. Er verteilt hier seine Einheiten ganz schön, der Fegul, damit er nicht in den Tangle laufen kann, beziehungsweise nicht so krass getangelt werden kann. Die Windweber fokussen erstmal oben die Nox-Einheit, beziehungsweise die Speerkämpfer hier sind ja fast schon instant down gegangen. Kriegen nochmal hier, schönes Ding. Letzten Moment, damit reicht's um den, ihr wisst schon, das Pferd zu killen, während das oben hier Nox-Einheit auch umkippt. Mit Orkanen werden gleich mal hier die Verlassenen aus dem Spiel genommen. Und die Nox-Einheit fällt. Jetzt kann hier eigentlich ohne Probleme den oberen Energiegenerator angehen. Tut's aber. Doch, tut's jetzt auch. Mit Nasty Surprise schön hier die Windwebe zurückgehauen. Jetzt aber kommt hier nochmal hier schön, hat sie nochmal zusammengezogen. Oben die Verlassenen sind aus dem CC raus, Orkan ist ausgelaufen, aber haben Raserei aktiviert, fallen jetzt die Moment auch um. Hier die anderen Verlassenen, die gerade gespawnt wurden, sind auch wieder umgefallen. Jetzt kann er hier ohne Probleme auf den Energiepunkt gehen. Nochmal verlassen, Zonkling diesmal nachgecastet. Die wollen sich hier gleich mal um die Windwebe killen, werden aber sofort mit dem Orkan wieder rausgenommen. Unten kommt jetzt hier ein Schreckensross dazu, versucht jetzt hier nochmal die Windwebe anzugehen, kann es auch ohne Probleme machen, Orkan kann ihm ja nichts anhaben. Energiebrunnen schon zur Hälfte down, nur 700, ja doch 700 HP, zwei Schreckensross gecastet, jetzt fallen die Windwebe auf jeden Fall, die sind low HP, nein, werden nochmal geheilt, schönes Ding, Schreckensross fällt dafür jetzt im Gegenzug, ja, konnte hier nicht mehr ausrichten, aber Schreckensross gegen hier, guter Tausch, so, dafür den Energiebrunnen weg, das ist ein schlechter Tausch, Zonkling kommt von oben wieder, CC ist ausgelaufen, hier nochmal gecastet, die Windwebe hier unten leben schon richtig lange, Zonkling fallen jetzt in dem Moment, wurden schön gefokust, neues Zonkling wurden gecastet, nee, verlassen, die wurden gecastet, mit Raserei sofort aktiviert, Windwebe sind jetzt down inzwischen, dafür aber auch ein Schreckensross gefallen, und Dukan nimmt ihr hier die Verlassenen wieder aus dem Spiel, die natürlich mit Raserei zunehmend ihrem Exodus sich nähern,
Windwebe fallen nochmal, im gleichen Moment fällt Schreckens raus. Oben werden nochmal Verlassene gecastet. Haben aber die Benommenheit, Krankheit hier, Spawn-Krankheit, sind halt etwas zu weit weg gespawnt worden. Schreckensross wurde nochmal rausgehauen. Versucht hier die Windwebe zu verfolgen, die ebenfalls benommen noch haben, sind. Und die Speerkämpfer hier versuchen derweil auf den zweiten Energiebrunnen anzugreifen. Beziehungsweise tun es auch schon zur Hälfte down. Die Windwebe hier auf der rechten Seite sind jetzt ausgelaufen, können also mit voller HP jetzt ja theoretisch loslegen. Nochmal Windwebe gecastet, möchte das hier wohl defenden. In der Mitte sieht man, Speerkämpfer sind jetzt inzwischen down. Hat er mit Schreckensross defendet. Hier, was war hier? Ah, mit Nasty Surprise. Schönes Ding. Hat die neu gespawnten angegriffen. Die anderen sind down, wie man hier sieht, liegen. Die hier waren die, wo oben dazu gespawnt wurden. So, Speerkämpfer haben erstmal die Waffe gewechselt. Machen natürlich damit mehr Schaden gegen die M-Rüstung oder M-Einheit hier als Schreckensross. Ne? M, ihr wisst schon. Medium, Mittel, Gedöns. Ja, Windwebe werden nochmal gecastet in der Mitte. Ne? Ist kein weiterer Energiebrunnen am Start. Schreckensrutsche gecastet. Lendi macht sich wieder auf die Mitte in den Weg. Schauen wir mal die Energie schnell an. 6 Supply für Fegol und 80 Energie, 9 Supply. Und 18 Supply, also deutlich mehr und deutlich mehr Energie für Lendi. Das sieht gerade richtig gut aus. So, jetzt kommt die. Was macht er da unten? Warum nimmst du diesen Energiebrunnen ein? Das ist hier. Bringt's nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, was er damit erreichen wollte. Speerkämpfer hier oben eideln ein bisschen solo rum. Tangelt dafür schön die zwei Schreckensrösser. Und kann jetzt hier unten natürlich in der Mitte dazu spawnen, aber. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut war. Schreckensross fällt in dem Moment. Ja, nochmal mit Heal seine Einheiten hochgehalten. Zweite Schreckensross fällt. Das dritte könnte er jetzt angehen. Entscheidet sich aber lieber für die Verlassenen hier oben. Die Raserei aktiviert haben. Die machen sowieso nicht mehr lange. So, Speerkämpfer sind down. Dafür auch die Verlassenen. Nochmal mit Nox-Einheit überladen, hat er hier gerade Speerkämpfer auseinandergenommen. Jawohl, die fallen jetzt in dem Moment. Mit Okan castet er hier oben die Verlassenen nach oben. CC sie. Windwebe werden gerade übel angegangen. Die fallen sofort gleich. 4 HP noch. Schön im letzten Moment nochmal hier mit 4 HP nochmal hier bekommen. Ja, 80 HP, die fallen trotzdem. Ja, schöner Heal, aber down. Ja, dafür fällt der Schreckensross ja auch nochmal. Verliert den Kampf und damit jetzt auch auf jeden Fall hier auch den Energiegenerator. Was hat er denn hier? 2 Schreckensrösser, eine Nox-Einheit, Verlassene. mit 90 HP. Und nochmal eine Nox-Einheit. Spawnt hier nochmal Windweber zu. Ich weiß nicht, was er mit denen jetzt hier nochmal erreichen wollte. Nochmal Windweber. Was will er damit machen? Also, er bräuchte CC, um irgendwie Zeit zu gewinnen. Und hier nochmal Speerkämpfe jetzt rausgehauen. Und oben kommen neue Verlassene nach. Also, was er hiermit erreichen will, weiß ich nicht. Irgendwie, Windweber nochmal gehen jetzt wieder down. Zweite Windweber, Pack, kratzt auch ab. Das Pack kratzt ab. Das ist irgendwie. ich habe nichts gegen Nature, ich spiele es selber.